Ja, und damit willkommen zurück zu einem neuen Part von Mario Luigi Superstar Saga plus Bowser's Schergen im Weinwald, wo wir die Lachbären suchen sollen. Und wir machen das natürlich nicht alleine, die gute Lin ist auch wieder mit dabei. Hi! Genau, und wir haben jetzt hier, oh, ich dachte schon, da komme ich nicht mehr zurück, aber okay. Wir haben jetzt auf jeden Fall hier so einen kleinen Wickler hier, der wohl anscheinend ein Problem hier hat, habe ich das Gefühl. Erstmal draufspringen, genau. Alter, ja, das hat ihm wohl sehr gefallen, habe ich so das Gefühl. Naja, mehr oder weniger. Sehr, glaube ich. Ja. Gut, aber ich vermute, wir sollen dann hier mit Mario durch. Dann... Das klang vor allem sehr weiblich. Ja. Na, jetzt bin ich angepisst. Ja, ich merke es auch. Von den Ach, und es geht direkt in den Kampf los. Okay, keine großen Worte mehr. Direkt an der Kampf. Okay. Alles klar. Ach so, und ich, ja, ich muss die verschiedenen Segmente angreifen. Alles klar. ja gut, dann schauen wir mal. Keine Ahnung. Ich würde mal sagen, nehmen wir mal das Ding. Ach so, die müssen alle normal werden. Ah, okay. Dann habe ich es verstanden und kann nicht mehr verstehen, schon wie der Kampf funktioniert. Oh, krasses Timing hier. Okay. Könnte ja wohl anscheinend ein sehr interessanter Kampf werden. So, jetzt wird er wieder normal. Alles klar. Auch... Ach so, weiß jetzt nicht. Zählt das jetzt, wenn ich ihn angreife? Ich habe keine Ahnung. Naja, ich versuch's einfach mal. Ist das ein Astropa-Attacke, will ich ja. Das kenne ich ja noch gar nicht. Was ist das denn hier? Habe ich ja noch gar nicht mal gemacht. Will ich mal kurz üben. Ach, die Attacke. Ja, okay. Ich glaube, die gab's auch im normalen. Ja, gut, dann machen wir die mal. Ich hoffe, meine Reaktionen sind gut jetzt noch um diese Zeit. Wenigstens kriegt man immer das Timing ungefähr angezeigt. Hui. 50 insgesamt. Alles klar. Ja, und schon wird er wieder wütend. Okay. Darauf war ich jetzt nicht vorbereitet. Heieiei. Unerwartet. Selbst dann nicht, ja. Ich weiß nicht, war ich jetzt gerade zu früh? Mal gucken. Oh, Angriff erhöht oder wie? Habe ich jetzt meinen Angriff erhöht? Keine Ahnung. So, machst du wieder, nee, jetzt rauschst du wieder dran. Oh. Mich gerade nicht so gut an. So, dann probieren wir es mal mit Luigi aus. Was kannst du hier für eine Aktion mit den Hammern Schlagbrüder? Zeig mir auch noch mal kurz eben, wie das funktioniert. Ah, okay. Ja, das war eher nix. Nur mal kurz gucken hier. So, zack, zack und zack. Alles klar, okay. Sollte ich ihn bekommen. Aber nicht darauf. Ja, super. Das war dumm. Aber gut, wahrscheinlich ist er so ein bisschen schwächer. Ah, ich habe immerhin ihn richtig getroffen, aber jetzt wird er schon wieder wütend. Okay. Boah, die ist echt böse, die Attacke. Da werde ich mich definitiv erstmal heilen. Ja. Mario ist bald tot. Ja, deswegen. Da heile ich mich dann jetzt doch mal lieber, sicherheitshalber. So, und dann können wir das Spielchen nochmal weitermachen hier. So Heil-Items hast du definitiv genug. Ja, deswegen, also da mache ich mir da nicht die größten Sorgen. Uiuiui. Daran mangelt es einem in dem Spiel eigentlich nicht, wenn man sich nicht allzu doof anstellt. Ja. So, und jetzt werde ich erstmal dann doch auf seinen Kopf gehen. Auch wenn das null Schaden macht, aber damit, okay, jetzt sollte ich vielleicht doch nicht tun. Ah, endlich mal das Timing raus. Paper Mario, wo ich ständig Mangel an Heil-Items habe. Ja. Boah, mittlerweile habe ich jetzt zum Glück das Timing raus seiner Schockwelle. Auch
Wenn es mir nicht gefällt, dass er dann gerade eben schon wieder aggro wurde, aber okay. Das ist dann natürlich doof tatsächlich hier, dass man dann die mit einem Sprung dann wieder wütend macht, die Segmente. Hört sich sehr komisch an, aber okay. Oh, das war jetzt ein guter Sprung tatsächlich. So, jetzt kann ich jetzt hoffentlich kommt eine schöne Angriffsserie, auch wenn ich das nicht unbedingt machen wollte, aber okay, 19. Ich komme nicht dazu, dem richtig Schaden zu machen. Das gefällt mir nicht so. Nein, wir springen da drauf. Das sollte effektiver sein. Also bisher würde ich sagen, ist das der härteste Bosskampf von allen. Ah, und schon wieder dieses Ding getroffen. Na gut. Muss man echt sagen, da war selbst die Königin da, Marmella da. Nicht ganz so stark im Gegensatz zum guten Wegler hier. Na super, und jetzt wird er bestimmt schon wieder näher, wird nicht aggro, okay. Ja, wobei, ich kann ja das Gesicht wohl jetzt angreifen, alles klar. So, dann wieder die Hackbrüder. Uiuiui. Fast vertippt, aber gut, das waren jetzt diesmal nur 35. Ach, das war's schon, okay. Alles klar. Ich hätte jetzt nicht gedacht, ich dachte, das würde jetzt noch länger gehen hier, dachte ich. Aber okay, dann war es doch gar nicht so lange, okay. Ja, gut. Und Luigis krasser Blick wieder. Irgendwie höre ich dich gerade ziemlich leise. Echt? Wie kommt das? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Und habe ich dich noch okay gehört, aber jetzt irgendwie... Ich habe eigentlich jetzt nichts anders gemacht oder so. Jetzt höre ich dich wieder normal. Ich weiß nicht, was es gerade war. Sehr komisch. Sehr komisch. Oh, so, wir haben ein paar Belohnungen bekommen und der arme Wickler ist jetzt traurig gewesen. Oh, der arme. In Vino-Hose vermacht ein bisschen die Verteidigung hoch. Dann würde ich sagen... Ja, du hast ihn aber auch ordentlich penetriert, also... Ja, das stimmt. So, da wäre ich auch nicht so glücklich drüber. Ja. Dank ihm bist du direkt nach Mario dran. Das ist ja gar nicht so schlecht. Ja, dann kann ich auch auf ein bisschen weniger PP haben. Wenn man dann direkt dran ist, dann nehme ich mir die auch mit. Ja. Gut, dann war das ja schon mal gar nicht mal so sehr interessant, was wir hier schon gefunden haben. Der Luigi ist ja nicht unbedingt das Schnellste. Ja. Hast du nicht schon eine Rose? Nee, ich habe die Rosé. Die habe ich. Ich dachte, die wurde jetzt auch schon eingesammelt. Okay, du bist der Einzige, der langsam dement wird. Ja. Nein, kein Problem. Was bei mir schlimmer ist, weil ich wesentlich jünger bin dazu. So. Naja, gut. Das ist ja zum Glück nur noch eine, die wir hier finden müssen. Von diesen tollen Bären für Waldemar oder wie der da hieß. So. So, ne, gegen euch Stachelgegner will ich nicht kämpfen. Ach, das ist wieder ein Scheiger. Ja gut, dann kämpfe ich gegen dich noch eben. Weil die Scheigers, die geben ja ein bisschen Erfahrungspunkte. Nur die Stachelgegner, die Stachelbinis ja nicht so wirklich. Na gut, wenn sie Gold wären, dann würden sie ein bisschen was geben. Aber die eher nicht. Naja, und wieder die kotzenden, Fussi-Gegner, Fussi-Busch-Büsche. Die herausforderndsten Gegner des Spiels bisher. Nicht wirklich. Eher die nervigsten. So. Und noch ein Angriff. Dauern ja echt nicht lange. Hätten sie echt mal so, dass wenn man auf so einen Fussi springt, dass das dann vielleicht dann noch wenigstens wieder zu dem zurückgeschleudert wird. Aber nein, da kriegt man selber Schaden, wenn man auf die drauf springt. Naja, gut. Na gut, das würde man sich ja fragen, weil in den normalen Spielen kann man ja auch, wenn man auch auf die springt, dann kriegt man ja, wird man ja auch verletzt. Lass mich in Ruhe.
Puh, das war knapp. Ich will nicht kämpfen. Ja, da dürften alle sein. Okay, gut, dann weiter. Gehen wir erstmal hier lang. Ich gehe doch erstmal oben lang. Teile sind dann etwas so nervig wie die Kletten aus Wind Waker. Ja, das stimmt. Nur, dass die einen nicht angegriffen haben. Die haben einen nur langsamer gemacht. Ja, das nervig stimmt. Nervig waren die Dinger trotzdem. Ach so, hier gibt's auch noch mal 4 Boden, alles klar. Auch noch mal 4 Böhnchen, die wir uns dann auch noch mal mitnehmen werden. Gut. So, und dann holen wir uns jetzt noch diese weiße Lachbeere, ist es, glaube ich. Und dann sind wir hier auch endlich mal durch hier mit diesem der doch sehr langwierigeren Geschichte hier. Und zum nächsten. Okay, rechts erstmal verspätern, hier lang. Herzen im Einklang, eine Kurzballade in einem Satz von In Vino Veritas. Sind unsere Körper auch getrennt, so fliegt mein Herz, wohin es will, bei einem Druck auf Y. Ah. Aber wenigstens mal nicht Grammatik, nicht komplett für den Arsch. Ja, das ist stimmt. Mal. So. Ich weiß doch, wozu das ist, damit wir hier jetzt immer wechseln können. Weil ich denke mal, wenn ich jetzt den Schalter drücke, dann, dann geht natürlich für Luigi die Tür auf, genau. Und jetzt muss Luigi dann so ein Wechsel hin und her gewechselt hier. Gegenseitig den Weg frei machen. Uiuiui. Dass ich dann auch, dass man da auch immer wieder umstellen muss. Na gut, so, dann. Ach so. Ach nee, ach so, jetzt verstehe ich, glaube ich, was ich hier mache. Jetzt kann ich mal mit Mario hier zurück. Und dann muss ich ihn da wieder da durchschicken. Du kannst wieder, ach so, so machen. Und dann so machen, genau. Und dann kann Luigi hier durch. Und er kann den Schalter drücken. Das ist ein Hin- und Her-Gespiele hier, meine Güte. Ach so, auf Zeit auch noch. Warte mal, komme ich jetzt mit Mario da noch wieder rein? Ne, komme ich doch gar nicht. Na super. Ich muss den anderen wieder klein machen. Oh. Das ist ja auch. Muss mal kurz überlegen, wie mache ich das denn jetzt hier am besten? Muss ja eigentlich den Schalter da oder muss ich da drauf springen? Ach so, oh, so komme ich da wieder zurück. Ach, sag mir das doch, dass ich da, wenn das ein Trampolin ist. Ja gut, dann. Ich hätte 2 Teil gesperrt. Das funktioniert nicht. Jetzt kommt nicht mehr raus. Ja. Gamebreaker-Bug, Spiel vorbei. Ja, dann mache ich das auch schon mal so. Dann bereite ich auch schon mal Mario hier passend vor. Genau, dann gehst du dahin. Und dann wieder zu Luigi, genau. Und dann musst du jetzt dich beeilen, damit wir Mario wieder schnell klein machen können. Darfst du auch da drauf springen, Luigi? Oder schwer zu springen, das ja, das schaffe ich schon wieder nicht. Oh. Das ist 16 Sekunden machen. Ich glaube, da werde ich dann doch mal. Wegstellen. Hätte ich dann doch mal lieber dazu wechseln. So. Zu viele Knöpfe hier, aber wird man überfordert. So, dann jetzt schnell zum Sprung wechseln. So, meine Güte, so, dann. Dann so. Dann jetzt schnell hier rüber. Sachen auf Zeit gehen. Und dann den Schalter drücken, meine Güte. Eigentlich gar nicht so schwer, aber okay, was hat das jetzt gebracht? Ich kann da nicht den Schalter drücken. Da ist auf die Beere. Ach so, ja, stimmt, sehr gut. Oh, was ist denn hier? Ich dachte, dahinter wäre noch was. Ich dachte, dahinter wäre jetzt noch was anderes gewesen, aber okay. Wie gesagt, das waren jetzt zu viele Aktionen. Wie kann das sein, dass du die Beere nicht siehst? So offensichtlich wieder eine Glocke Mario und Travis sind auch voll gesehen, dass du daneben standest. Jo, setz deine Brille auf.
Naja, gut, wir hätten diese nervige Aufgabe jetzt ja endlich abgeschlossen. Die blöden Bären eingesammelt und dann können wir jetzt ja endlich weitergehen. Im Grinsewald. Zack, zack, zack. Erstaunlich, ihr habt alle drei Bären gefunden. Schreitet voran, auf eurem Weg. Ich lege mich nun zur Ruhe. Eine geruhsame Nacht. Weiß zwar nicht, was da jetzt dran zum Heulen ist, aber okay. Hurra, es geht weiter. Der fiese Baum wollte uns einfach nicht durchlassen. Aber es war ja klar, dass ihr die Drecksarbeit für uns erledigen würdet. Hey, Azubi, hier wird nicht getrödelt. Ab durch die Mitte. Ah, alles klar, die zwei Freunde schon wieder, okay. Okay, aber ich habe das Gefühl, wir nähern uns schon ziemlich dem Ende hier schon. Sieht es mir sehr danach aus. So, hier werden wir uns auf jeden Fall wieder schön mit Items gefüllt. Ich habe irgendwie das Gefühl, gleich wird wieder ein Bosskampf kommen, so. Wahrscheinlich gegen die beiden wieder, schätze ich mal. Ja. Das könnte sehr gut sein. Wir hätten ja noch ein bisschen Zeit, dann gucken wir mal rein, was wir hier so haben. Das scheint auf jeden Fall schon dieses Chateau zu sein. Ich gehe jetzt in den Birkenwald. Ich hoffe, die Pillen wirken bald. Dann schüttel ich mir Reime. Man nennt mich in Vino Veritas. Ach, du bist derjenige. Reime. Ja, genau. Ja, wunderbare Reime. Die hast dir schon richtig gut, sind dir schon richtig gute eingefallen. Das muss man dir lassen. Man könnte sagen, eine lebende Legende. Du hast ein komisches Kostüm an. Ja, ja, meine Herren. Und was ihr hier seht, ist die legendäre Chuve Extreme. Für die Herren einen Schluck Chuve Extreme. Auf euer Wohl. Diese Chuve Extreme habe ich über 1000 Jahre mit Witzen gefüttert. Die reiflich gereifte Reife habe ich dann weiter reiflich reifen lassen, bis ich diese erlesene Qualität erreicht habe. Ja, das ist ja eine reife Leistung. Ich weiß, das war nicht wirklich lustig. Das ist ein guter Tropfen. Und Gäste mit schlechten Manieren bekommen. Und eins, und zwei, und drei. Das ist kein normaler Witzwein. Das ist eine Nummer zu groß für uns. Oh. Genießt die Kuve extrem mit dem ihr gebührenden Respekt. Ah ja, okay, das ist ein sehr komischer Gegner, alles klar. Ah, wie herrlich, wie wunderbar. Oh, ah ja. Bitte beachtet. Dieser Witzwein hat sein Bouquet aus der aromatischen Reife von 1000 Jahren alten Scherzen. Die Kuve extrem besteht durch Blumigkeit und Beerenduft. Zum Wohle. Ja. Hab ich gerade schon wieder extrem leise gehört. Okay, das ist komisch. So, hat der wieder so ein besonderes Schema? Nee, okay, wir können ihn direkt angreifen. Aber ich mache das hier mit einem Sprung. Ja, wollen wir mal sehen, was diese Kuve extrem so drauf hat. Du kämpfst gegen Wein. Ja. Okay. Lass mir das mal so stehen, aber gut. Ja, was heißt mit Essen spielt man nicht, aber ne. Und so. Okay, also die Angriffe waren noch recht einfach. Aber gut, ich denke mal. Mein Wein auch immer. Ja. So kommt man am besten mit einem Wein klar. Irgendwie das Gefühl, ich mache kaum Schaden irgendwie bei dem Freund. Aber gut, wenn wir vielleicht schon mal schon sein Schild kaputt machen, ist das vielleicht sogar gar nicht so schlecht. Ah ja, das ist schon mal gut. Hat er kein Schild mehr. Puh, das war knapp.
Okay, also bisher finde ich den Freund hier wesentlich einfacher als das andere Ding gerade, als den Wiggler. Bum, 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 bum. 40. Und dann nochmal die Schlagbrüder. Irgendwie bist du gerade immer ständig kämpfen dann jedes Mal leise. Ich weiß auch nicht, was es ist. Und gerade davor war das noch nicht so. Komisch. Ich war bei der kleinen Katze, was du auch so leise. So an sich ging da. Ich weiß nicht, was das gerade ist. Das war bis eben noch nicht. Seltsam. Gute Frage. Hoffentlich hebt sich das gleich wieder. Angriff plus weg anscheinend, keine Ahnung. Oh, was passiert jetzt? Der Mondschein scheint noch. Ach so, du kannst das Ding wieder heilen. Na, okay. Aber gut, das war jetzt nicht gerade viele große Heilungen. Habe ich doch mit einem Angriff schon wieder rein. Die 54, die du geheilt hast, in Vino Veritas. Ja, okay. Angriff macht mal irgendwie am Anfang mehr Schaden. Naja, gut. So, damit habe ich die 54 schon wieder drin. Und jetzt wird es ja auch noch verbessert. Das ist doch gut. Das klingt jedes Mal so doof. Ja. Oh, ist das dein Ernst? Zwei Ziegen ziehen zum Zoo. Ich mach das jetzt jedes Mal. Immer wenn du Schabi jetzt drin hast, teile ich ihn wieder. Haha, ich verzweifle. Ja. Oder was? Ich hasse sowas. Ja, muss echt nicht sein, sowas eigentlich. Das kann man so gerne auch unnötig in die Länge ziehen. Ja. So generell das Spiel. Schlagbrüder plus A, B, A, B, A, B, A, B. Oh, alles klar. Gut, aber jetzt brauchst du erstmal auch nochmal wieder einen Sirup. Da ist es Sirup. Beim nächsten Mal würde ich mir auch gerne von denen ein paar mehr kaufen, aber okay. Aber ich muss jetzt echt gestehen, angriffstechnisch hat das Viech tatsächlich auch, also im Gegensatz zum Wickler, fast gar nichts drauf. Jetzt auch die Verbesserung. Hört sich immer so wunderbar an. Hackebrüder Plus. So, und dann wollen wir mal gucken, wie jetzt Schlagbrüder Plus funktioniert. Ah, okay. Ach so, und da muss ich auch A drücken. Okay, ja gut. Jetzt greifst du auch schon so an, okay, alles klar. So ein Hackebrüder ist auch wieder das gleiche Spielchen anscheinend, okay. Ja, super Timing. Das muss ich bei denen, muss ich mir das echt nochmal reinziehen, mehr das Timing, aber okay, weiß ich jetzt hier Bescheid. Immer schön im Wechsel. Das war's schon, okay. 65. Oh, und er wird wieder geheilt. Oh mein Gott, muss das sein? Ich auch gerade. Ich sage, das ist einfach eine unnötige Streckung. Ja. Aber gut, so kann man es ja so betrachten hier. So lerne ich schön die ganzen Moves hier. So lerne ich die Move 106. Huiuiui. Und das war's. Also hat das wenigstens eine positive Sache, wenn er ständig meint zu heilen. So komme ich das Timing raus von den Dingern. In Vino Gütesiegel. Und 206 Erfahrungspunkte. Nicht schlecht. Level 14. So, ja, wir nehmen da die Geschwindigkeit auf, wenn es wahrscheinlich irgendwo mehr Vieren gibt. Wenn man kriegt sie jetzt auch so, auch wenn es hier nicht so viele Vieren gab. So, und für den guten Luigi.
Wo kriegst du da schöne Vieren? Wahrscheinlich wohl bei... auch bei Geschwindigkeit. Auch nicht so. Dann wohl der Bart. Dann versuche ich es hier. Mein Glück hat ja vorhin schon mal einmal geklappt. Vielleicht klappt es ja hier auch noch ein zweites Mal. Nee, leider nicht. Naja, gut. Tja, das war's mit deinem Wein. Tja, das Aroma meiner besten Scherze aus 1000 Jahren. Ganz ruhig. Oder auch nicht. Pardon. Ja, gut, aber... ja. Na, also toll, danke, Mario. Ja, wieder aufgezeigt. Den Wein versaut. Ja, Mario ist schwarz, alles klar. Na gut, aber ich würde sagen, im nächsten Part gucken wir da mal, was wir hier so Schönes finden hier, wie wir jetzt unsere beiden Helden wieder zusammenbringen, unter Tage im Grinsewald. Na gut, danach wirst du sehen, bis zum nächsten Mal. Bis dann und tschüss.